Hallo liebe Fisch- und Fangleser, mein Name ist Wolfgang Hauer. Wir befinden uns heute in der Kaiserstadt Bad Ischl an der herrlichen Ischler Achel. Ich möchte Ihnen heute einige Grundtechniken des Fliegenwurfes zeigen und darf Sie einladen, mich zu begleiten. Um beim Wurf zunächst das Gefühl für die Zusammenarbeit von Rute und Schnur zu bekommen, sollten Anfänger den Überkopfwurf nur mit der Rutenhand ausführen. Die Schnurhand folgt dabei lediglich der leichten Körperdrehung. Wer das beherrscht, versucht nun die Schnur sanft abzulegen. Danach kommt die Schnurhand zum Einsatz und hält die Leine leicht auf Spannung. Deutlich spürt man die Energie der Schnur, sowohl beim Vor- als auch beim Rückschwung. Will man die Schnur nun ablegen, muss sich die Leine beim Vorschwung komplett gestreckt haben. Jetzt geben Sie die Schnur frei und senken die Rute, wie hier zu sehen, bis zur 3-Uhr-Position. Und jetzt heißt es nur noch fleißig üben.